Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Ark. So, liebe Leute, ihr seht, ich habe eine Metallaxt in der Hand. Unser Dodo sitzt fein im Bett. Hier steht eine Werkbank. Ich habe gestern einen Livestream gestartet. Aus dem wollte ich eigentlich eine YouTube-Folge machen. Aber es ist so katastrophal gewesen. Ich bin so oft gestorben. Der Plan war, dass ich mit meinem Parasaurus einfach hier weggehe, da bin ich dann in diese Richtung gegangen, ne? Dort, wo meine Axt jetzt gerade hinzeigt, gnadenlos verreckt, mehrmals gnadenlos verreckt. Dann sind wir in diese Richtung marschiert, dort sind wir auch bloß verreckt. Dann haben wir es nochmal in diese Richtung probiert, auch bloß verreckt. So, Leute, und das wollte ich euch nicht als Let's Play antun. Also wirklich 2 Stunden am Stück nur gestorben. Dann bin ich einfach hier geblieben, habe hier ein bisschen weiter gefarmt und habe tatsächlich das ganze Material zusammenbekommen, dass wir jetzt eine metallene Pickaxe haben und eine metallene Axt. Die Werkbank haben wir am Start. Ich habe ein bisschen gelevelt, da gucken wir gleich mal rein, Leute. Also wer Bock hat, das nochmal zu sehen, es ist noch 2 Wochen auf Twitch gespeichert, da könnt ihr gerne nochmal 2 Stunden euch reinziehen, wie ich am Stück sterbe. War an sich trotzdem ein lustiger Stream, ne? Ich hatte ja ganz viel Hilfe von den Zuschauern. So, passt auf. Also, Gesundheit lassen wir erstmal so. Wir sterben eh so oder so. Ausdauer würde ich eventuell noch ein Stück hochnehmen. Was habe ich gestern gemacht? Bewegungsgeschwindigkeit habe ich ein Stück hochgesetzt. Aber ich würde sagen, wir machen noch eins auf Ausdauer, weil ich gemerkt habe, dass wenn Dinos hinter einem her sind, ist es einfach besser, wenn man ein Stückchen mehr Ausdauer hat. So. Jetzt haben wir hier unten 39 Engrammpunkte. Da gucken wir mal rein, was wir als nächstes freischalten können, was hier sinnvoll ist. Also ich habe mir auch Pfeil und Bogen gebaut, das funktioniert recht gut. Betäubungspfeil wäre doch mal so eine Sache, ne? Erhöht aber schnell die Benommenheit des Opfers. Das ist doch gut. Wir gucken mal zusammen rein. Oh, hier könnte man dann quasi schon Steinwände bauen. Das ist eigentlich auch Pelzjacke. Was braucht die denn? Oh, die braucht Metallbarren, Pelz, Haare oder Wolle. Oh, da habe ich keine Ahnung, wie man Pelz, Haare oder Wolle herstellt. Das ist jetzt das Problem. Das ist natürlich doof. Okay, dann machen wir erstmal Betäubungspfeil. Schalten wir frei. Haben wir noch 31 Punkte übrig. Ja, das ist ja doof. Wie kriegt man denn Pelz ran? Da braucht man doch bestimmt. Aber das muss doch hier auch freigeschalten sein. So eine Art Pelzmach-Einrichtungswerkbank, oder? Einwand? Kann man das... Achso, nee, das kann man hier wahrscheinlich nicht eingeben. Insektenschutzmittel? Holzfloß, ist eigentlich auch geil, Leute. Läuft die Aufnahme? Ja. Kompostbehälter, Schießpulver, Leuchtpistole. Das ist alles... Kriegstrommeln, das brauchen wir auch noch nicht. Ah, hier muss es doch sowas wie eine Werkbank geben, wo man Pelz herstellt. Ach, wartet mal. Ich bin ja doof. Huch. Ah ja, und ich habe mir eine kleine Rampe gebaut. Damit ich ja besser reinkomme und nicht mehr so blöd an der Tür rumhuppen muss. Vielleicht kann man denn hier Pelz herstellen, Leute. Wir gucken mal. Nahkampf. Nee, hier kann man nur Waffen. Oder kann ich hier, ich gebe mal einen Pelz. Nee. Also hier geht's definitiv nicht. Machen wir denn da, Leute? Irgendwie muss ich doch diese Pelz-Scheiße herstellen können. Halt, falscher Knopf. Wir gucken noch mal rein. Also das hier ist alles klar, ne? Stoffhut, schräge Strohwand. Es muss doch so eine Art... So eine Gerbwerkbank geben, dass ich irgendwie aus dem... Oder muss ich dann einfach andere Tiere finden, die eventuell Pelz haben? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber hier ist nichts, womit man Pelz herstellen könnte. Schwaches Heilmittel. Das ist doch mal was, oder? Ich weiß es nicht. Bringt das was? Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ohne Räucherkammer. Verbrennt Zündpulver, um bei geringen Temperaturen Flüssigkeit zu entziehen und Bakterien abzutöten. Erhöht bei leicht verderblicher Ware die Zeit, bis sie verdirbt. Ist auch nicht verkehrt. So eine Wandfackel. Schere. Wird verwendet, um Haare und andere Materialien zu schneiden. Aha.
Das könnte doch was sein, ne? Um Pelz herzustellen. Aber dafür brauchen wir Obsidian. Und Obsidian haben wir nicht. Hm. Okay. Naja, passt auf. Eine Rauchgranate. Was es nicht alles gibt. Wir probieren mal was. Wir probieren mal was. Hier habe ich gestern so einen komischen Mesh Parasaurus gesehen. Wenn der noch da ist, würde ich den mal versuchen zu zähmen. Genau, unser Parasaurus ist auch natürlich verreckt. Der hatte keine Chance. Also egal, in welche Richtung ich hier gemacht bin. Weil ihr habt mir ja geschrieben, dass diese Gegend, wo ich hier momentan bin, ist für einen Anfänger einfach mal nicht so geeignet. Und da habe ich versucht, einfach mal hier wegzugehen. Aber in jeder Gegend, in der ich hier rummarschiere und schaue, also nee, der Mesh ist weg leider, ist einfach mal gefährlich. Oh, jetzt leckt mich am Arsch, ihr Blödmänner. Da kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich mit Pfeil und Bogen umgehen kann. Was hat denn der mir geklaut? Du Blödmann, was hast denn du mir geklaut? Das gibst du sofort wieder her. So. Aber das ist dann einfach weg, oder was? Verstehe ich das richtig? So, du Blödmann. Huch, was hast denn du hier? Wo war der andere hier vorne? Ach, der hat mir die gelben Bären geklaut. Naja, gut, da bin ich jetzt nicht so traurig drum. Aber was halt komisch ist, ich habe den doch gerade erledigt. Das heißt doch, der müsste das doch eigentlich im Inventar gehabt haben. Hat er das hier irgendwo fallen lassen? Das hier? Nee, das ist ein Stein. Na gut. Okay, schade. Was hast denn du hier für ein Level? Du bist Level 6. Und du bist Level 19. Den probieren wir. Level 19, ich glaube, das kriegen wir hin. Wir gucken nochmal, wie eigentlich die Bolas gebaut werden. Jetzt weiß ich allerdings auch nicht mehr, was man bei dem eigentlich reinstopft. Wahrscheinlich irgendwelche krassen Bären. So, wir gucken kurz rein. Bauplan Bola. Stein, Stroh, Fasern, Leder. Da brauchen wir noch ein bisschen Leder, Leute. Das holen wir uns jetzt gleich. Natürlich nicht vom Dodo. Dann kriege ich Ärger von Maki. Was hast du hier von Level? Level 10. Oder wir holen uns mal so einen, aber ich glaube, das traue ich mich noch nicht. Okay. Und du wirst mein Opfer. We need your Leder. Die Pfeile kriegt man zum Glück wieder, wenn man schnell genug ist. Ne? Wenn man jetzt ca. 20 Pfeile auf irgend so ein großes Vieh schießt, habe ich festgestellt, dann die spawnen natürlich ein paar. So, 14 mal Leder rausgeholt, wunderbar. Okay, Leute. Ja, ich war echt kurz vorm Verzweifeln. Spiele ich dieses Spiel weiter? Habe ich da noch Lust drauf? Waren ja nicht irgendwo Möwen? Wir müssen auch aufpassen, ne, wegen Möwen. Dann hat mir ein Zuschauer in den Live-Chat geschrieben, naja, probier's doch mal mit Ragnarök. Und dann habe ich aber gesagt, ey, ich habe jetzt schon 2 Folgen Valgyro angefangen. Dann gab es ja Probleme mit der Grafikkarte und ein Aufnahmeprogramm. Und hab dann hier The Island begonnen und jetzt einfach nach 11 oder 12 Folgen, wo wir jetzt sind, das hier auch abzubrechen, nur weil das Spiel so schwer ist, ist, finde ich, auch Quatsch. Wir ziehen es jetzt noch ein bisschen durch. Es kommt ja im Januar, machen wir es mal so, wir gucken uns das bis Januar hier noch an, dass wir so ein bisschen reinkommen in das Spiel. Und ab Januar kommt der Genesis und dann werden wir dort neu starten. Da freue ich mich schon drauf. Ey, sag mal, kann es sein, dass es hier gar keine Tiere mehr gibt? Wo ist denn der Große eigentlich hin? Der Große ist auch weg, oder was? Leute? Der ist weg? Ist das ein gutes Zeichen? Hallo Dodo. Männlicher Dodo Level 1 hat gekackert. Das scheint ein gutes Zeichen zu sein, oder? Der spawnt hier vorne irgendwo. Also, nicht spawnt, sondern kommt in Sichtweite. Das wäre natürlich nicht so günstig. Aber der scheint weg zu sein. Das ist ja geil. Passt auf, dann nehmen wir hier einfach mal Metall mit. Metall brauchen wir ja sowieso immer. So, 2-mal Metall. Mit dieser Spitzhacke holt man natürlich auch dementsprechend mehr raus mit dieser metallenen. Das ist geil. Hier ist kalt. Können wir gleich mal einen Schluck trinken, wenn wir einmal hier stehen. So. Müssen wir halt bloß aufpassen wegen Gewicht, ne? Je mehr wir hier rausholen, desto
schneller haben wir ja Gewichtsprobleme. Okay, wo war die Möwe? Da fliegt die Möwe. Hier gibt es keine Tiere mehr. Und der Große ist anscheinend tatsächlich entweder despawned oder weitergezogen. Der ist nicht mehr hier. Das ist ja geil. Also gestern Abend im Livestream war er noch da. Oh oh, die kam auch verdächtig nahe jetzt, diese Drecksmöwe. So, wir hauen mal schnell das Metall in den Schmelzer. Also in die Forge. Ja, wie komme ich denn jetzt an Pelz ran? Das ist eine gute Frage. Ich habe hier auch noch nicht wirklich ein pelziges Tier gesehen, muss ich ehrlich sagen. Auch gestern, als wir auf Reisen waren. So, kurz reingeklotzt. Oh, hier haben wir ja auch noch Metall drin. Sehr gut. Können wir gleich mal wieder loslegen. Feuer anzünden. Verdorbenes Fleisch. Wir bräuchten mal Narkobären. Aber eigentlich brauchen wir erstmal in erster Linie Bolas. So, wir haben ja hier ein bisschen was vorbereitet. Also Stroh war es, ne? Stroh, Fasern. Ah ja, Holz fehlt uns. Obwohl, wir haben ja ein bisschen Holz. So, dann drücken wir hier mal V und stellen mal ein paar Bolas her. Mal gucken, was uns jetzt noch fehlt. Für mehrere, also für noch mehr. Genau, Narkosemittel habe ich einen Haufen hergestellt schon. 16 Stück. Können wir ja gleich mal mit einpacken. Also wie war denn das? Ich hau dem eine Bola drauf und dann betäube ich den doch mit... warte, mit der Zwille war das, ne? Da müssten wir aber nochmal Steine holen, Leute. Oh, jetzt regnet. Ein Level 19er wäre natürlich nicht schlecht, ne? Holen wir mal schnell Steine. Dann hauen wir den, also Bola ans Bein, mit der Zwille auf den Kopf. Dann kippt der um und dann haue ich den irgendwelche Sachen ins Inventar, ne? So war das doch. So, jetzt haben wir 25 Schuss für die Zwille. Dann sammle ich mal noch schnell Bären ein. Vielleicht finden wir noch ein paar Narkobären. Da können wir noch ein bisschen Narkosemittel herstellen, weil das ist anscheinend... Oh, da ist der Mesh! Ey, den will ich unbedingt haben. Der ist so wunderschön. Der Level 15, den holen wir uns. Ach so, wie fütter ich denn den Mesh? Mit Metall wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt eine gute Frage. Oder ernährt er sich trotzdem ganz normal wie ein normaler Parasaurus? Das würde mich jetzt mal interessieren, wie ich den eigentlich nenne. Mesh? Oh, Level 15, den holen wir uns. Der ist übelst schön. Ich finde den richtig hübsch. Und der backt auch gerade dort fest. Das könnte ein Glückstag werden. Wie viele Bolas haben wir? Wo sind die? Ah, wir haben nur 5 Stück. Das ist nicht so gut. Müssen wir mal gucken. Es fehlt wahrscheinlich an Leder. Schauen wir kurz rein. Bola. Nee. Ich habe anscheinend... Fehlt es an Fasern oder so. Ah, sehr gut. Da haben wir ja jetzt ein paar mehr. 8 Stück haben wir mittlerweile. Ja, das ist gut, Leute. Da hab ich Bock drauf. Müssen wir trotzdem nochmal Stein hacken. Wartet mal, das machen wir noch schnell. Acht Bolas. Sehr gut. Ne, 10. 10 haben wir. So, kurzer Moment. Brauchen für die Zwille, brauchen wir Munition. So, wollen wir es gleich probieren? Ist halt die Frage, was braucht der zu essen? Oh, ist der hübsch. Ey, wenn wir den hätten, das wäre geil. So, passt auf. Also, die Vierer. Ne, erst die Bola drauf. Also, warte mal, wir packen mal im Inventar was um. Hau mal die komische Fackel hier raus. Nimm das, den Bogen auf die 4, die Zwille auf die 5 und die Bola auf die 6. So, passt auf jetzt. Okay, haben wir. Jetzt natürlich die Zwille finden. Bola drauf. Oh, das war nicht. Jetzt hätten wir gleich mal die Betäubungspfeile machen können, ne? Bola drauf. Ey, es könnte was werden, ha?
Ah! Bleib stehen! Nein! Fuck! Oh, komm, ey! Nein, bitte nicht ins Wasser. Ah, das war doch schon ganz gut, ey. 5? Oh. Nein, die 5. Schnell noch eine Bola drauf. Ja! So, jetzt gucken. Also, wir öffnen das Inventar. Ist der tot? Nein, der ist tot. Scheiße, Leute, wieso ist denn der tot? Bei irgendwas habe ich doch jetzt hier verkehrt gemacht. Was bringt denn der eigentlich? Elektronik, Altmetall, Öl. Och, scheiße, was habe ich denn da jetzt verkehrt gemacht? Ich habe den die Bolas draufgehauen und mit der Zwille auf den Kopf geschossen. Hätte ich den jetzt irgendwie anders zähmen müssen? Och, Mann, der war so hübsch, Leute. Scheiß Mist, Elender. Und jetzt haben wir auch keine Bolas mehr. Also, wir haben noch 2 Stück. Das heißt, wir müssten jetzt für Bolas wieder irgendwas farmen. Was fehlt denn? Leder natürlich. Leder und Stroh. Ach, scheiße. Das meinte ich. Das ist, man kommt hier in dem Spiel einfach nicht so richtig voran, weil es einfach knallhart und schwer ist. Versteh's nicht. Ich versteh's nicht, wie andere da so lange die Geduld bewiesen haben. Also, ich habe ja damals beim Voucher auch reingeguckt. Ich glaube, in die erste Staffel, die er gezockt hat. Selbst er, und er ist auch so ein Verpeilter, wie ich. Und selbst er hat das wesentlich besser hinbekommen. Merkwürdig. Merkwürdig. Vielleicht hat er ja nur mehr Glück. Oder hat sich vorher belesen in diversen Internet-Guides. Mann, ey. Dieser schöne Mesh. Jetzt hab ich ihn getötet. Aber, wir haben da ein bisschen was rausgekriegt, ne? Altmetall, Öl und Elektronik sogar. Elementstaub. Keine Ahnung, für was das gut ist, aber wir haben es erstmal. So, wir brauchen erstmal, brauchen wir Leder. Aber das fetzt mir so nicht. Dass man hier, jetzt habe ich ja die ganzen Bolas verschwendet, ne? Die sind jetzt weg. Ein Haufen Leder dafür rausgehauen. Um jetzt wieder nichts mehr zu haben. Und Maki verbietet mir hier Dodos zu töten. Und der hat ja gar nicht so viel Fleisch, ne? Was hast du denn eigentlich schon Level? Level 6. Mal auf den Rücken hüpfen. Ah ja. Es geht. Achso, die Schadensanzeige habe ich wieder vergessen anzumachen. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Das ist natürlich nicht so cool. Na komm schon. Oh, was steckst du ein, ey? Ich habe kaum noch Pfeile. Jetzt, gib mal die ganzen Pfeile wieder her. 10-mal Steinpfeile. So, wir brauchen Leder. Gib das her. Knisch. Oh, der hat ordentlich Leder. Der hat ordentlich Leder gehabt. Keratin. Ja, ja, ihr kleinen Dodos. Dodos in Love. Ja, schön. Eine mondreiche Nacht. Wo ist der Mond? Ach, da. Cool. Ist das unser Mond? Von der Erde? Sieht so ein bisschen anders aus, ne? So, Schluck Kaffee. Tja, das mit dem Mesh ist jetzt ein bisschen ärgerlich, Leute. Sehr, sehr ärgerlich. Aber können wir jetzt nicht ändern. Also Dodo-Fleisch und Leder wäre ja hier genügend. Was glänzt denn da vorne so? So. Hahaha. Killed Level 20, herrlich. So, dann können wir nochmal Bolas bauen. Also. Bauplan Bola. Was fehlt mir doch? Stroh. Stroh haben wir doch aber eigentlich genügend in der Hütte. Nehmen wir den hier auch noch mit. Wir brauchen halt das Leder.
So. Tut mir leid, dass wir so viele Tiere töten müssen, aber hat nur 3 Leder gebracht. So ist die grausame Welt in Ark. Gefressen oder gefressen werden. Ne, fressen oder gefressen. Gefressen. So, Leute. Mal ganz kurz hier rein. Kann man denn hier mal diese Standfackel anmachen, damit die Zuschauer was sehen? Da ist Holzkohle drin. Wartet mal, wir haben doch hier genug. Wir haben doch hier genug. Stroh. Hier nein und anzünden. Wie auch immer das geht, ohne Streichhölzer. So. Dann bauen wir nochmal die Bolas. Mal gucken, wie viel wir zusammenbekommen haben jetzt. Das ist natürlich wieder das ganze Leder weg, was wir jetzt in 20 Minuten gefarmt haben. Was brauchen wir? Warte mal, Fernrohr. Dieses Instrument ist ein wenig primitiv, aber für die Fernaufklärung sehr effektiv. Naja, dafür brauchen wir Kristall. Haben wir nicht. Gut. 8 Bolas haben wir. Müssten wir aber nochmal... Oder soll ich mal diese... Ja, komm, wir bauen mal diese Narkosepfeile. Vielleicht bringen die ja auch was. Es geht ja darum, dass der Dino umkippt, ne? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert mit den Narkosepfeilen. So, da unten ist er Betäubungspfeil. Weniger tödlich als andere Pfeile. So, dafür brauchen wir Steinpfeile und Narkosemittel. Narkosemittel haben wir ja. Haben wir sogar im Inventar, sehe ich gerade. Ja, ja, ja. Na, dann bauen wir die jetzt mal. 14 herstellen. Dann können wir gleich mal noch Steinpfeile herstellen. Die brauchen wir sowieso immer. Wo sind denn die jetzt gleich nochmal? Hier, Bauplan Steinpfeile. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder Stroh. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie lade ich denn? Das ist wahrscheinlich die Betäubungspfeile da drauf ziehen, ne? Auf dem Bogen. Ah ja. Jetzt haben wir Betäubungspfeile. Die Frage ist, wie funktionieren die? Wir gucken mal, wo der Parasaurus ist. Da. Welcher bist du? Der Level 9er. Ich will aber den 19er. Wenn, dann will ich den 19er haben. So, Level 19. Okay, nee, der rennt da einfach weg. Das war blöd. Bleib mal stehen, du Knösch. So. Der Zwille auf dem Kopf. 6 drücken. Ola drauf. Der Zwille auf dem Kopf. Nee, oder? Wir haben jetzt keine... Ah, ich dussel. Abbruch, Abbruch. So, wie war es jetzt? Inventar öffnen. Und jetzt hauen wir den erstmal. Ah, Narkosemittel haben wir gerade nicht mehr. War es Fleisch? Bären? Ich weiß es nicht mehr. Wir hauen den jetzt hier einfach mal Bären hier rein. Marco-Bären. Und Mayo-Bäre. Irgendwas war es doch, was gut ist. Ja, doch, Narkosemittel. Hauen wir rein hier. Zähmung 6,8%. Bewusstlos ist er auch noch. Ah, das läuft, Leute. Der gehört gleich uns. Na, immerhin ein Erfolg heute. Da bin ich ja schon mal zufrieden. Ah, das mit dem Mesh war ärgerlich. Und Mesh Level 15 wäre geil gewesen. Können wir ja schon mal eigentlich nach dem Sattel gucken, ne? Ah, wir warten jetzt hier, bis der fertig ist. Ich müsste noch einen Sattel haben. Oh, ich sehe gerade, wir müssen mal was essen. Leute. Trinken wir mal noch was. Machen wir mal die Fackel an, dass wir auch was sehen. 37,6%. Guck mal kurz ins Inventar. Ah ja, der frisst quasi die Mayo-Bären. Die Mayonnaise-Bären. Gucken wir mal, ob wir noch sowas finden hier.
Ist ja mal recht random. Ne, bisher nur Narko. Aber keine Mayonnaise-Bären. Aber nicht eine hier drin. Was ist denn da los, Leute? Ah, waren zwei. So, kurz gucken. Da war auch noch mal eine. Wie sieht's aus? Ja, ist gleich gezähmt. Oh, die Mayonnaise-Bären sind alle. Zum Glück haben wir welche gefunden. Wo sind sie? Aber auch nur drei, hä? Das ist schlecht. Hm. Reichen die drei? Komm, wir gehen nochmal. Gehen hier nochmal querfeld ein. Da war noch eine. So. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir genug zusammen für den Knilch. Da ist er. Jawohl. Ach, jetzt ist er Level 28. Das ist ja echt super. Ja, komm her, mein Guter. Du kriegst alles. Jetzt brauchen wir nur noch einen Sattel. So, was brauchen wir jetzt nochmal folgen? War das J oder U? Ja, ich muss mal die Befehle mal. Ja, ja, alles klar. Ey, cool, wir haben einen Level 28er. Der gehört jetzt uns. Und mit dem werden wir dann mal gucken. Ihr habt mir gestern im Live-Chat gesagt, ich soll in die Kartenmitte. Da gibt es wohl ganz viel Metall. Da wäre der ideale Platz. Aber ich bin ja nicht bis dahin gekommen. Das war ja immer so das Ding, ne? So. Gucken wir, ob wir einen Sattel für dich finden. Aber theoretisch müsste ich noch irgendwo einen haben. So, hier war keiner drin. Fimoya-Sattel. Parasaurus. Stilvoller Parasaurus-Sattel. Naja, das passt doch zu einem 28er. Stilvoll. Herrlich, Leute. Herrlich. So, wo ist der Sattel? Da. Wieso passt der nicht? Parasaurus. Geht nicht rein. Warum? Hä? Rechtsklick für weitere Optionen. Übertragen. Hä? Aber du bist doch ein Parasaurus. Zum Reitensattel ausrüsten. Aber es geht nicht. Hm. Scheiße, Leute. Also irgendwie geht er nicht, aber haben wir nicht zwei gebaut? Wir gucken mal nochmal. Geht denn ja nicht, das verstehe ich nicht. Naja, einer von euch wird es wahrscheinlich in den Kommentaren schreiben. So, haben wir hier noch irgendwo so einen Sattel? Fimoya-Sattel. Hier ist nochmal ein stilvoller Parasaurus-Sattel. Ach so, ich glaube, das muss ich verbinden mit einem normalen Parasaurus-Sattel. Kann das sein? So, wartet. Wir gucken mal rein. Den hatten wir ja schon mal freigeschalten. Bauplan Parasaurus. Da brauchen wir Leder. Boah. Brauchen die wieder übelst viel Leder. Ja gut, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich bin ja froh, dass wir jetzt wieder ein Parasaurus haben, sogar Level 28. Das gefällt mir gut. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Bitte, bitte, bitte. Und gebt mir wieder wertvolle Tipps in den Kommentaren. Schreibt und liked und ja, an die Disliker von euch. Macht, was ihr wollt. Ja, und genau, ich würde mich freuen. Bis dahin, ciao, ciao.